heute mit Adrian im Bordbistro der Deutschen Bahn. Er war in seinen 20ern und auf dem Weg nach Leipzig. Wir sahen uns noch ab und an, es war wie im Chanson, doch irgendwann ghosteten wir uns gegenseitig. Julia war schlau und schön, wie tausend Feen, wie kann das gehen? Ich war hin und weg, ich dachte schon, es wird was Großes, aber dann verließ sie mich für einen Mann bei nicht mal gleicher Qualifikation. Und ich fang immer wieder von Null an. Und ich fang immer wieder an. Und ich fang immer wieder von Null an. Weil ich's kann, weil ich's kann. Weil ich's kann. Unser Sex war übermenschlich, hemmungslos und unromantisch, wie es sich gehört. Alles einfach, alles richtig, ich war süchtig, aber plötzlich sagte sie, ich liebe dich, das hat es ruiniert. Ach ja, dann gab's noch Fabian, er spielte Fußball und ich kann nur sagen, er war nichts für mein Verein. Er hatte vielleicht Ballgefühl, doch er schoss beim Liebesspiel aus nächster Nähe immer voll vorbei. Und ich fang immer wieder von Null an. Und ich fang mir immer wieder jemanden. Ich fang immer wieder von Null an. Weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann. Rockstar, wildes Haar und so verkracht. Wir liegen da die ganze Nacht und reden bis zum Sonnenschein. Tom, ich weiß, du würdest dich für mich prügeln und ich für dich. Vielleicht geht's gerade deshalb nicht. Wir werden immer Freunde sein.